Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, Drucksache 19/4237 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 56, Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2017 bis 2021, Drucksache 19/5274 aus 19, vereinbarte Redezeit 20 Minuten. Und zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich Staatsminister Schäfer das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir ist es eine große Freude und Ehre, Ihnen heute den Entwurf des Haushaltsplans und die mittelfristige Finanzplanung vorlegen zu können. Beide Werke kombinieren zwei Ziele, sowohl meiner Arbeit als auch die der gesamten Hessischen Landesregierung. Erstens die zur Einhaltung der Schuldenbremse notwendige Konsolidierung des Landeshaushaltes und zweitens die Wahrung der Zukunftsfähigkeit des Landes durch die Sicherung der dafür notwendigen Investitionen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Forschung und innere Sicherheit, meine Damen und Herren. Der ein oder andere mag vielleicht sich jetzt in einem Déjà-vu-Erlebnis wähnen. Ich habe mir mit der Erlaubnis der Präsidentin nämlich erlaubt, aus meiner ersten Haushaltsrede als Finanzminister im Jahr 2010, wer Freude am Nachlesen hat, kann die Seite 3571 der Protokolle aus der 18. Wahlperiode der 53. Sitzung zu Rate ziehen. Damals hatte ich das Vergnügen, nach 10 Tagen im Amt Ihnen den Haushaltsplan für das Jahr 2011 und die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2014 vorzustellen. Damals, der eine oder andere wird sich da vielleicht noch daran erinnern, wurde mir aus den Reihen der Sozialdemokraten in Aussicht gestellt, ich werde für diese Haushaltspolitik gemeinsam mit meinem Amtsvorgänger Karl-Heinz Weimar mitverhaftet. Heute wird mir attestiert, ich schwimme im Geld wie der Onkel eines relativ glücklosen Erpels aus Entenhausen. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Vorwürfe haben sich strukturell etwas verändert. Das hat aber etwas damit zu tun, dass eine kontinuierliche Haushaltspolitik seit dieser ersten Haushaltsrede unglaublich erfolgreich war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn heute können wir mit Fug und Recht sagen, wir haben es geschafft. Die Konsolidierung des Haushalts ist an einem Ziel angelangt. Mit dem Doppelhaushalt 2018-2019 gelingt dem Land wahrhaft Historisches. Wir machen Schluss mit neuen Schulden und legen erstmals seit der großen Haushaltsreform Ende der 60er Jahre, das war, als ich einen hessischen Kindergarten mit mittlerem Erfolg betreten hatte, einen Entwurf vor, der ohne Nettokreditaufnahme auskommt. Gute Rahmenbedingungen, aber auch manche mutige und notwendige Entscheidungen haben es ermöglicht, den Haushalt erfolgreich zu konsolidieren und Ihnen heute einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Wir gehen mit dem Doppelhaushalt aber auch noch einen entscheidenden Schritt weiter. Ab dem Jahr 2019 wollen wir dauerhaft mit dem Abbau von Altschulden beginnen. Wir werden dafür im Jahr 2019 einen Betrag von 100 Millionen € vorsehen. In den Jahren 2020 und 2021 wollen wir den Tilgungsbetrag verdoppeln auf dann jeweils 200 Millionen € an Altschulden. Wir nehmen damit jeder Hessin und Hessen, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, eine Schuldenlast von rund 80 € von den Schultern. Wir schaffen damit die dauerhafte Trendwende, meine Damen und Herren, beim Schuldenstand ganz im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik. Dass wir hier auf einem richtigen Weg sind, kann jeder sehen, der sich mit dem Landeshaushalt beschäftigt. Zur Erinnerung, bereits im Jahr 2015 konnten wir den Haushalt im Vollzug wieder mit einem leichten Finanzierungsüberschuss abschließen. 2015, 5 Jahre, bevor wir es hätten tun müssen. Im Lichte der hohen Flüchtlingsmigration und der damit verbundenen Unwägbarkeiten haben wir damals noch bewusst darauf verzichtet, die Neuverschuldung auf null abzusenken. Ich könnte die Kollegen auch einmal zuhören, das erleichtert nachher die Debatte dann doch beträchtlich. Aber sonst sind die Beteiligten ja,
Ja, die Redebeteiligten sind ja auch gelegentlich ein bisschen empfindlich, wenn auf der Regierungsbank gesprochen wird. Das ist ja dann auch. Ich habe nur einfach darauf hingewiesen. Das ist ausgesprochen. Im vergangenen Jahr war es dann im Vollzug nicht nur möglich, auf neue Schulden, meine Damen und Herren, zu verzichten, sondern sogar Altschulden in Höhe von 200 Millionen € zu tilgen. Auch im laufenden Jahr bin ich wieder ausgesprochen zuversichtlich, dass es uns gelingt, am Ende des Jahres die Haushaltsführung mit einer schwarzen Null zumindest abschließen zu können. Das alles zeigt, dass der ab dem Jahr 2020 geltende Verfassungsauftrag keine neuen Schulden ist bereits jetzt, meine Damen und Herren, gelebte Realität in unserem Bundesland. Darauf können wir uns alle freuen. Darauf bin ich aber auch ganz persönlich stolz. Stolz auf die Arbeit einer Koalition, die bereit ist, diesen nicht ganz einfachen Weg in jeder Phase mitgegangen zu sein. Aber vor allem stolz auf die Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Arbeit an diesem Doppelhaushalt und in den Haushalten zuvor in den Jahren ermöglicht hat. Darauf bin ich in besonderer Weise stolz, meine Damen und Herren. Richtig ist aber auch, die gute wirtschaftliche Lage verbunden mit steigenden Steuereinnahmen haben uns bei der Konsolidierung des Landeshaushalts kräftig Rückenwind gegeben. Aber, meine Damen und Herren, wir haben nicht nur Phasen des haushalterischen Rückenwindes erlebt. Die Herausforderungen der Flüchtlings- und Migrationskrise, ich komme darauf zurück, haben uns Enormes, gerade auch finanziell, abverlangt. Dass es gelungen ist, dies am Ende zu stemmen, ohne Einschnitte an anderer Stelle vornehmen zu müssen, nein, sogar mehr Leistungen an anderer Stelle sogar ausweiten zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren, war nur möglich, weil wir uns nämlich parallel zu der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit struktureller Haushaltspolitik Spielräume verschafft haben, meine Damen und Herren, mit Einschnitten. Mit Einschnitten bei den Personalausgaben, der zeitlichen Streckung von Bauprogrammen oder der Anhebung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer haben wir Maßnahmen auf den Weg gebracht, die, und das will ich keineswegs verschweigen, für uns alle mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung schmerzhaft waren. Wir haben es aber dadurch geschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Landeshaushalt strukturell und damit dauerhaft um über 600 Millionen € nicht einmalig, sondern jährlich und mit steigender Tendenz zu entlasten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit haben wir uns die Spielräume erarbeitet, um mit diesem Haushaltsplanentwurf umfangreiche Schwerpunktsetzungen in zentralen Zukunftsfeldern der Landespolitik vornehmen zu können. Wir stärken das Bildungsland Hessen, wir investieren in unsere Infrastruktur, wir treiben die Digitalisierung voran, wir erhöhen die innere Sicherheit und verbessern den Klima- und Umweltschutz. Wir geben damit in unserem Land einen weiteren kräftigen Schub nach vorn und machen es fit für die Herausforderungen der Zukunft. Dieser Haushaltsplanentwurf steht aber auch für eine beispiellose Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Unmittelbar nach Fassung des Kabinettsbeschlusses durch die Hessische Landesregierung haben der Ministerpräsident, meine Amtskolleginnen und Kollegen und ich mit einer umfassenden Vorstellung der einzelnen Schwerpunkte einen breiten Dialog angestoßen und damit für eine frühzeitige öffentliche Diskussion gesorgt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sind nun die einzelnen Schwerpunkte? Für den Bereich der Polizei bedeutet das etwa, dass die Landesregierung ihre Politik für ein sicheres Hessen konsequent fortsetzt. Nach dem Sicherheitspaket I im letzten Haushalt schaffen wir im Rahmen des zweiten Sicherheitspakets weitere 600 Stellen bei der hessischen Polizei. Außerdem stellen wir zusätzliche Gelder für besondere Polizeieinheiten sowie für eine moderne Ausrüstung und Ausstattung der Polizei zur Verfügung. Daneben wird das Personal beim Landesamt für Verfassungsschutz aufgestockt und die Mittel zur Extremismusbekämpfung erhöht. Auch im Justizbereich setzen wir Akzente, meine Damen und Herren. Dazu gehört die Schaffung von insgesamt 90 Stellen für die Staatsanwaltschaften und die ordentliche Gerichtsbarkeit im Rahmen dieses Doppelhaushalts. Außerdem tragen 30 zusätzliche Stellen bei den Verwaltungsgerichten dazu bei, die Asylverfahren zu beschleunigen. Weitere Mittel stehen für die Erweiterung der Häuser des Jugendrechts zur Verfügung. Aus meiner Sicht ein Erfolgsmodell, meine Damen und Herren, bei dem Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe eng zusammenarbeiten, um die Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen.
All diese Maßnahmen sorgen dafür, meine Damen und Herren, dass sich die hessischen Bürgerinnen und Bürger noch sicherer in unserem Bundesland fühlen können. Durch diesen Doppelhaushalt wird auch die Bildung der Bildungs- und Wissenschaftsstandort Hessen weiter gestärkt. Ein wichtiges Element ist aber die geplante Beitragsfreiheit für alle drei Kindergartenjahre ab dem 1. August des kommenden Jahres. Im Doppelhaushalt sind dafür insgesamt 440 Millionen € veranschlagt. Wir entlasten damit Eltern spürbar. Im Schnitt geben wir für die drei Jahre von einer Ersparnis pro Kind für die Eltern von rund 5.000 € aus. Gleichzeitig wollen wir die Rolle der Kindergärten als Ort der frühkindlichen Bildung stärken. Neben der Beitragsfreiheit investiert die Landesregierung deshalb auch in die Qualität der Kindertagesstätten. Beitragsfreiheit und Qualitätssteigerung schließen sich nämlich nicht aus, sondern sie ergänzen einander, um am Ende die Leistung für die Kinder in unserem Land deutlich zu erhöhen, meine Damen und Herren. Klug investiert wird ja aber auch auf der nächsten Bildungsstufe, unseren Schulen. Kollege Borsalorz hat gestern dort ausführlich vortragen können, was wir dort Zusätzliches tun. Wir führen nicht nur die hohe Lehrerversorgung fort. 105% Lehrerversorgung ist nach wie vor bundesweit einmalig, meine Damen und Herren. Sondern wir schaffen 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte. Wir wollen die Ganztagsangebote ausbauen und auch die Inklusion. In den beiden nächsten Schuljahren stehen jeweils 230 zusätzliche Stellen für den Ausbau des Ganztagsbereichs mit einem Schwerpunkt für den Pakt für den Nachmittag zur Verfügung. Aber auch der sukzessive Ausbau der inklusiven Beschulung werden weitere Stellen zur Verfügung gestellt. Und schließlich investieren wir wieder in die hessische Universitätslandschaft. Im Doppelhaushalt 2018-19 ist eine Rekordsumme von knapp 5,5 Milliarden € für Wissenschaft, Forschung und Lehre veranschlagt. Zusammen mit den mehr als 8 Milliarden € in den beiden Jahren für die Schule kommt am Ende ein Betrag zustande, dass wir jeden dritten Euro in unserem Land, meine Damen und Herren, jeden dritten Euro in die Bildung unserer Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stecken. Das sind Zukunftsinvestitionen, meine Damen und Herren. Insgesamt bieten wir damit hervorragende Rahmenbedingungen für die schulische, berufliche und persönliche Entwicklung unserer Kinder. Wir legen auf diese Weise den Grundstein dafür, dass Hessen langfristig im internationalen Standortwettbewerb bestehen kann. Aber auch Kunst und Kultur kommen nicht zu kurz. Doppelhaushalt stellen für diesen Politikbereich pro Jahr knapp 250 Millionen € zur Verfügung. Mit diesen Mitteln stärken wir unter anderem, und das ist mir in besonderer Weise wichtig, die Kultur im ländlichen Raum, bringen die Kunst zu unseren Kindern und erhalten unser historisches Erbe. Meine Damen und Herren, als zuständiger Ressortminister ist mir natürlich der Bereich der Finanzverwaltung in besonderer Weise wichtig. Mir ist sehr bewusst, dass nur eine schlagkräftige und modern ausgestattete Steuerverwaltung gewährleisten kann, dass sich Unternehmen wie Privatleute entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Wir erhöhen daher die Zahl der Betriebsprüfer um weitere 100 Personen. Zudem wollen wir in den kommenden Jahren mit jeweils 700 Anwärterinnen und Anwärtern die Rekordeinstellung des Jahres 2017, wo wir 650 eingestellt haben, nochmals toppen. Daneben investieren wir in unsere technische Infrastruktur, um etwa internationale Datenaustausche zu erleichtern und damit Steuerflüchtigen noch besser auf die Spur zu kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die hessische Finanzverwaltung ist an der Spitze der Bewegung zur Herstellung von Steuergerechtigkeit in Deutschland, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass eine gut ausgebaute und zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur eine zentrale Voraussetzung für eine florierende hessische Wirtschaft ist. Zudem erhöht sich auch die Lebensqualität der hessischen Bürgerinnen und Bürger. Der Haushaltsplanentwurf der schwarz-grünen Landesregierung setzt daher auch mit hohen Investitionen in die Infrastruktur einen weiteren Schwerpunkt. Die Ausgaben für den Straßenbau steigen z.B. seit Jahren. Mit einem Volumen von 180 Millionen € in 2018 und 190 Millionen € in 2019 liegen sie um rund ein Drittel höher als noch im Jahr 2014. Wir steigern damit weiterhin die Investitionen in das hessische Verkehrsnetz und sichern die Rolle Hessens als zentraler Verkehrsstandort in Deutschland und Europa ab. Der Doppelhaushalt zeigt aber auch eines: Wirtschaft und Umwelt gehören zusammen. Als Beispiel dafür will ich nennen, dass ab dem nächsten Jahr geltende Landesticket.
Wir ermöglichen es damit den Landesbediensteten, bundesweit ist das übrigens einmalig, ab dem 1. Januar kommenden Jahres den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen kostenlos nutzen zu können. Wir stärken damit gleichzeitig den ÖPNV und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Schließlich profitiert aber auch das Land von dem Angebot, weil es im härter werdenden Wettbewerb um die besten Köpfe, den wir ja alle tagtäglich spüren, als attraktiver Arbeitgeber punkten kann. Und das, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade in den Vergütungs- und Besoldungsgruppen, die keineswegs dafür sorgen, dass eitel Sonnenschein jedes Mal auf dem Gehaltszettel ist, welcher Nettovorteil dort durch das Jobticket entsteht, ist mehr als viele Gehalts- und Besoldungserhöhungen von vielen Jahren zusammen, meine Damen und Herren. Da geht es um viele Tausend Euro für die Betroffenen. Aber nicht nur das Landesticket unterstreicht den hohen Stellenwert, den der Klimaschutz in Hessen genießt. Im Haushaltsplanentwurf werden gegenüber hinaus die Umsetzung des Klimaschutzplans 2025, der eine breit gefächerte Palette von Maßnahmen von Klimaschutz erhält, insgesamt rund 40 Millionen € zur Verfügung gestellt. Weitere 4 Millionen € pro Jahr sind für zusätzliche weitere Umweltprojekte in diesem Zusammenhang vorgesehen. Meine Damen und Herren, die Strategie Digitales Hessen zeigt eindrucksvoll, dass sich die schwarz-grüne Landesregierung nicht nur mit dem Hier und Heute beschäftigt, sondern ressortübergreifend und zukunftsfördernde Investitionen setzt. Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass der digitale Wandel mittlerweile in alle Lebensbereiche hineinreicht. Darauf müssen Politik und Verwaltung reagieren und attraktive und nutzerorientierte Angebote für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in unserem Land schaffen. Als gleichfalls IT-Verantwortlicher des Landes bin ich stolz darauf, dass wir beim E-Government in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle einnehmen. Damit das auch so bleibt, haben wir für den Bereich der Digitalisierung im Doppelhaushalt erhebliche Mittel bereitgestellt. Wir wollen die Digitalisierung aktiv mitgestalten und die Chancen für unser Land nutzen. Denn bei uns kombinieren sich sehr engagierte, starke IT-Unternehmen und innovationsfreundliche Unternehmen in unserem Land. Diese Strategie zur Digitalisierung wollen wir in den nächsten Jahren zusätzlich jährlich mit 50 Millionen € zusätzlich unterstützen. Dahinter verstecken sich ganz konkrete Maßnahmen, meine Damen und Herren, etwa die Förderung der digitalen Kompetenzen in den Schulen, die Förderung der Telemedizin oder auch der Aufbau eines zentralen Cyberservice-Kompetenzstelle und die Bekämpfung der Cyberkriminalität, die immer noch zu sehr unterschätzt wird in unserem Land, meine Damen und Herren, zu intensivieren. Zudem erhöhen wir die Mittel für den Ausbau schneller Breitbandnetze, damit wir alle im Land, auch in den ländlichen Regionen, eine Chance haben, die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können, meine Damen und Herren. Aber auch verliert die Landesregierung nicht die Schwächeren in unserer Gesellschaft aus dem Blick. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass das Sozialbudget von jetzt 70 Millionen € auf deutlich über 100 Millionen € angehoben wird. Auch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bleibt hoch. Neben der neu im Haushaltsgesetz verankerten Möglichkeiten, Landesgrundstücke verbilligt an Kommunen für sozialen Wohnungsbau abzugeben, werden dafür allein im Jahr 2018 über 300 Millionen € zur Verfügung gestellt. Zudem werden die zahlreichen Maßnahmen des Hessischen Aktionsplans für Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch in den Jahren 2018 und 2019 fortgeführt. Wir setzen dabei auf eine schnelle Integration der zu uns gekommenen Neuankömmlinge. Die vorgesehenen Ausgaben für Sprachkurse, Schulbildung, Vorbereitung auf das Berufsleben und Wertevermittlung sind Grundlagen dafür. Und es zeitigt erste Erfolge, meine Damen und Herren. Ich war sehr beeindruckt, als das Hessische Handwerk gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche verkündet hat, dass es zum Ausbildungsstart gelungen ist, fast 800 jungen Menschen bereits in eine reguläre Ausbildung zu integrieren und weitere 1.200 junge Flüchtlinge eine Chance hatten, erste berufsqualifizierende Maßnahmen zu durchlaufen, die ihnen eine Chance bietet, dort auch noch weiterzugehen. Das ist gelebte Integration und erfolgreiche Integration, meine Damen und Herren. Insgesamt sind für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge im Doppelhaushalt Mittel von 1 Milliarde € in 2018 und 785 Millionen € in 2019 veranschlagt. Das ist deutlich weniger als im laufenden Jahr oder auch im Jahr 2016. Gleichwohl bedeutet es immer noch eine erhebliche finanzielle Herausforderung für den Landeshaushalt. Die damit verbundenen Kraftanstrengungen können aber nur gelingen, wenn es auf der anderen Seite klar ist, dass diejenigen, die zu uns kommen und keine Bleibeperspektive haben, am Ende auch in möglichst kurzer Zeit das Land wieder verlassen. Beides gehört am Ende zusammen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Doppelhaushalt erweist sich die Landesregierung erneut als ein fairer Partner der hessischen Kommunen. Mit der Hessenkasse hilft die schwarz-grüne Landesregierung, den Kommunen Kassenkredite im Umfang von etwa 6 Milliarden € abzulösen. Das ist das größte Kommunalentschuldungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses bundesweit einmalige Angebot ermöglicht es Hunderten von Städten, Gemeinden und Kreisen in Hessen einen Neustart. Das Land organisiert die Entschuldung, bietet den Kommunen ein Paket mit leistbaren Konditionen und hilft mit eigenem Geld bei der Tilgung der Schulden. Flankiert wird das Ganze von einem 500 Millionen € Investitionsprogramm für solche Kommunen, die trotz schwieriger struktureller Voraussetzungen nicht auf Kassenkredite, Gesundheit, Herr Kollege, zur Finanzierung ihrer Haushalte zurückgegriffen haben. Nach dem sehr erfolgreichen Kommunalen Investitionsprogramm I mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde € wird im nächsten Jahr das Kommunale Investitionsprogramm II – wir reden in dieser Plenarrunde ja wieder darüber – starten. Dadurch sollen Schulträgerkommunen die Möglichkeit bekommen, Investitionen in die Schulinfrastruktur zusätzlich zu finanzieren, mit einem Gesamtvolumen von über 500 Millionen € und wiederum, wie schon beim ersten Konjunkturpaket, flankiert durch ein eigenes Landesprogramm. Schließlich legt die Landesregierung bei der Finanzausstattung der Kommunen über den kommunalen Landesfinanzausgleich nochmals kräftig nach. Erstmals über 5 Milliarden € im Jahr 2019. Die Werte steigen von 17 auf 18 und 386 Millionen, von 18 auf 19 noch einmal um 235 Millionen. Und in der Finanzplanungszeitraum bis 2021 liegt eine Steigerung von 1,2 Milliarden € zugrunde. Innerhalb von 5 Jahren mehr als ein Viertel mehr im KFA in den nächsten Jahren. Das ist die Grundlage und die Perspektive für Leistungsfähigkeit auf der kommunalen Ebene über viele Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich darf auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. 2 Minuten brauche ich noch. Eines will ich an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, eines deutlich sagen. Die vorgestellten Schwerpunkte und Maßnahmen lassen sich nur mit vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Landesverwaltung umsetzen. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung. Eine solide und verantwortungsbewusste Haushaltspolitik bedeutet aber auch, neben den vielen guten und zukunftsweisenden Maßnahmen des Doppelhaushalts auch auf die Risiken hinzuweisen. Und dies sind nicht wegzudiskutieren. Es ist nämlich keineswegs in Stein gemeißelt, dass sich die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung ohne Weiteres fortsetzt. Unbill droht vor allem von außenwirtschaftlichen Faktoren. Denken Sie etwa an den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Aber auch unmittelbar vor unserer eigenen Haustür bestehen Risiken. Der Brexit bietet für den Finanzplatz Frankfurt unzweifelhaft große Chancen. Bei einem harten Brexit dürften die negativen Auswirkungen, gerade aber auch für die exportierenden hessischen Unternehmen, das aber deutlich überwiegen. Neben konjunkturellen Risiken haben wir aber auch die auf der Bundesebene diskutierte mögliche Steuerreform sowie, und das will ich auch ganz offen sagen, die noch ausstehende Anschlussregel für die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Einigung zum Bund-Länder-Finanzbeziehung im Blick. Hierfür haben wir in der Finanzplanung Vorsorge getroffen. In den Jahren 2022 und 2021 sind 400 und im Folgejahr 700 Millionen globale Mindereinnahmen veranschlagt, um vorbereitet zu sein für die etwaigen Risiken des Lebens. Wir haben sie nicht veranschlagt für irgendwelche schönen, guten Maßnahmen, die man wunderbar ins Schaufenster hätte hängen können, sondern wir haben ganz schlicht, langweilig, aber solide Risikovorsorge für die Zukunft getroffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Daneben ist mir aber auch die Vorsorge für künftige Pensionslasten besonders wichtig. Wir bleiben bei unserem Kurs mit den erwartbaren Pensionslasten, die für die Landesbeamten in den kommenden Jahren uns vorzubereiten. Die Versorgungsrücklage wird schrittweise weiter aufgebaut. Ende dieses Jahres wird sie bei fast 3 Milliarden € liegen, am Ende des Doppelhaushaltszeitraums bei fast 4 Milliarden €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben der florierenden Wirtschaft profitiert das Land weiterhin von einem außergewöhnlich günstigen Finanzierungsumfeld. Noch vor 10 Jahren lag die durchschnittliche Verzinsung der Landesschuld bei 4,4 %. Im Moment liegen wir im Schnitt bei 2,4 %. Als Finanzminister beschwere ich mich nicht über die damit verbundenen Entlastungen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch immer das Risiko der Politik des billigen Geldes sehen, die gesamtwirtschaftlichen Risiken,
aber vor allem die Belastungen der Sparer, insbesondere im Hinblick auf die Erwartungen der eigenen künftigen kapitalgedeckten Altersvorsorge. Letztlich müssen wir uns aber bewusst sein, dass die Zinsen auch wieder steigen werden und die Zinslast dann die Spielräume künftiger Generationen erheblich einschränken wird. Auch deshalb ist es mir wichtig, die angehäuften Altschulden des Landes nicht nur im vorgestellten Doppelhaushalt, sondern auch in den darauffolgenden Jahren nach und nach zurückzuführen. Dies ist ein Gebot der finanzwirtschaftlichen Vernunft und der finanzpolitischen Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern. Mir ist sehr bewusst, dass der Abbau des Schuldenbergs eine Aufgabe ist, die noch viele Finanzminister nach mir beschäftigen wird. Dass wir dazu nach fast einem halben Jahrhundert den Anfang gemacht haben, ist historisch, aber auch nur ein Anfang. Mit dem Doppelhaushalt legen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Haushalt vor, der eine Schuldentilgung vorsieht. Durch zielgerichtete Investitionen macht dieser Haushalt Hessen noch lebenswerter und noch zukunftsfester. Diese beiden Aspekte lassen sich einfach zusammenfassen. Der Doppelhaushalt 2018-19 ist doppelt gut für Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich darf darauf hinweisen, dass ich die Redezeit der Oppositionsfraktionen jeweils um 1:30 Min erhöht. Nächster Redner ist Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Vergleich zur Vorgängerregierung, ich nehme das Basisjahr 2013, hat diese Regierung für den Haushalt sage und schreibe 6,8 Milliarden Euro mehr Mittel zur Verfügung. Gut gewirtschaftet. Auf den Zwischenruf habe ich ja gerade gewartet. Das wäre ja, da war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Nein, er war jetzt wirklich nicht. Er war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Aber Herr Rudolph, er hätte ja aus diesen Reihen auch kommen können, kommen müssen, dass Sie jetzt auch noch diese, dass Sie jetzt auch noch die Aufgaben von Herrn Bellino übernehmen müssen. Und Frau Dahn, das ist ja schlimm genug. Ich will, aber trotzdem Zwischenruf. Das wäre ja, Herr Minister, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, das wäre ja wirklich akzeptabel und das wäre ja gut, wenn das auf eigene Leistungen zurückzuführen werden. Und was wäre sozusagen ein Indikator für eigene Leistungen? Das wäre das Wirtschaftswachstum in Hessen, meine Damen und Herren. Und was lesen wir? Vor zwei Tagen in der Zeitung? Hessens Wirtschaft ist im ersten Halbjahr 2017 im Bundesvergleich unterdurchschnittlich gewachsen, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, auch 2016, meine Damen und Herren, war es so, dass Hessen beim Wirtschaftswachstum auf Platz 10 war. Auf Platz 10. Sie waren nicht vorne, Sie waren nicht die Lokomotive in Deutschland. Sie haben zu den hinteren Waggons gehört, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen, die 5 Milliarden € Steuermehreinnahmen, die Sie zur Verfügung haben als die Vorgängerregierung pro Jahr, das hat etwas mit guter Politik auf der Bundesebene zu tun. Das hat etwas mit der sauguten Politik eines Wirtschaftsministers zu tun, Gabriel, die jetzt weiterverfolgt worden ist von einer Ministerin und einer guten Arbeitsministerin auf Bundesebene, die Frau Nahles, die dazu gesorgt hat, dass es in Deutschland auch weniger Arbeitslosigkeit gibt. Und diese 6,8 Milliarden Euro und die 6 Ich gratuliere Herrn Wagner zur sechststärksten Partei, meine Damen und Herren. Ich will. Jetzt kommen wir noch einmal nüchtern. Herr Wagner, hören Sie noch einmal einen Moment. Herr Wagner, hören Sie noch einmal einen Moment zu.
Und Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Und auch die Regierungsbank möge bitte wieder zuhören, statt sich amüsieren. 5 Milliarden € Steuermehreinnahmen, und von denen 6,8 und 1,3 Milliarden € Bundeszuweisungen an Hessen für spezielle Aufgaben im Vergleich zum Haushalt der Vorgängerregierung, meine Damen und Herren. Und ich will wissen, Herr Minister, ob Sie diese Zahlen bestreiten. Oder Herr Präsident, bestreiten Sie diese Zahlen? Ist das richtig oder falsch? Also, meine Damen und Herren, hinzu kommt, dass die Zinsausgaben auch mit dem Vergleich zur Vorgängerregierung um 330 Millionen € zurückgegangen sind. Das ist sicherlich zwiespältig. Das hat aber etwas mit der Entscheidung auf der europäischen Ebene zu tun. Das ist auch nicht die Entscheidung, die die Landesregierung zu verantworten hat. Denn am Ende, meine Damen und Herren, hat diese Landesregierung für den Doppelhaushalt für nächstes Jahr 7 Milliarden € mehr zur Verfügung als der letzte Haushalt der Vorgängerregierung, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich Ihnen, haben wir eben erläutert. Zu Ihnen komme ich übrigens auch noch. Guter Leute, deswegen sage ich Ihnen, ja, der Finanzminister schwimmt im Geld wie Onkel Dagobert aus der berühmten Comicserie der Familie Duck. Und es fällt angesichts dieser Zahlen fällt Haushalten ziemlich leicht. Es kommt hinzu zu diesen phänomenalen Zusatzeinnahmen, dass in der Tat auch die Ausgaben für Flüchtlinge im Jahr 2018 um 670 Millionen € zurückgehen und 2019 sogar um 770 Millionen €. Meine Damen und Herren, das führt am Ende dazu, weil Sie von historisch gesprochen haben, dass historisch Hessen noch nie solche finanziellen Spielräume gehabt hat. Und wie gesagt, nicht durch eigene Leistung, sondern durch die Politik, die auf Bundesebene getroffen ist. Historisch ungeheure finanzielle Spielräume. Und Sie übertreffen, freue ich mich auch sehr darüber. Freue ich mich, habe ich ja gesagt, der sozialdemokratische Teil hat gut gearbeitet. Das übertrifft alle Entwicklungen der Vergangenheit. Und so ein Haushalt hätte ja selbst der Neffe von Onkel Dagobert, der etwas tapsige Donald Duck, hingekriegt. Und angesichts dieser Zahl ist es ja eigentlich keine Kunst, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und sogar Überschüsse zu erzielen. Eigentlich keine Kunst wäre das ja, einen ausgeglichenen Haushalt und Überschüsse zu erzielen. Dann müssen wir uns aber einmal genauer anschauen, wie die schwarze Null und wie die Tilgung der Schulden in Höhe von 100 Millionen € 2019 zustande kommt. Wissen Sie, wie diese Tilgung zustande kommt? Mit einem Griff in die Rücklagen, meine Damen und Herren, 2018 und 2019 sollen jeweils 200 Millionen € aus der Rücklage genommen werden, um diese Zahlen zu erreichen. Das ist die Tatsache. Herr Minister, Sie machen das ja immer, tun Sie immer groß aufspielen, so stark. Das ist ganz schwach. Und Sie haben geändert, das heißt doppelt gut, dieser Haushalt für Hessen. Dieses ist doppelt schwach, Herr Minister. Das ist doppelt schlecht für Hessen, dass Sie das nur hinkriegen. Dass Sie das nur hinkriegen, bei ungeheuren, unglaublichen Einnahmensteigerungen kriegt er nicht einmal hin, eine schwarze Null und eine sozusagen Reduzierung, eine Schuldentilgung, ohne in die Rücklage zu greifen. Das ist ein Unfähigkeitsnachweis, Herr Minister. Das ist ein glatter Unfähigkeitsnachweis. Herr Pentz, Sie brauchen sich inkompetent nicht auf die Glatze zu schreiben, wirklich nicht. Das merkt auch jeder so nach 5 Sekunden, muss ich Ihnen sagen. Oder im Bild zu bleiben, da hat uns doch jetzt Originalzitat, die eierlegende Wollmilchsau, Originalzitat, so hat der Minister sich selbst bezeichnet. Und gehen Sie einmal ins Internet, es gibt auch einen Comic auf der Internetseite, auf der Seite des Finanzministeriums, ein Comic, wo die eierlegende Wollmilchsau Dr. Schäfer dargestellt wurde. Fragte sich übrigens, was da an Kosten produziert worden ist. Würde mich schon einmal interessieren, wie teuer das war. Aber da hat er uns ja keine Eier produziert, sondern er hat bei der Rücklage richtig Eier aus dem Nest geholt, meine Damen und Herren. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und bleiben wir doch einmal beim Selbstlob, beim Schuldenabbau. So ist das doch ziemlich verwunderlich.
Es ist deswegen sogar lächerlich, weil 2016 nur 2 Bundesländer, in diesem Jahr wahrscheinlich nur 3 Bundesländer und ab 2018 überhaupt kein Bundesland mehr Schulden machen wird, sondern man sozusagen die Entwicklung auf Bundesebene so ist, dass überhaupt kein Bundesland mehr Schulden aufnehmen will. Und deswegen ist Hessen kein Vorreiter oder ein Vorbild. Da steht ja auch drin, Hessen ist kein Vorbild, sondern man ist Nachzügler bei der schwarzen Null. Von wegen eierlegende Wollmilchsau. Denn angesichts dieser Tatsache und der Tatsache, Herr Minister, dass in Ihrer Amtszeit, Sie wollten ja noch einmal anknüpfen, dass an Ihrer Amtszeit, Beginn Ihrer Amtszeit 2010, muss man sich Folgendes mal feststellen, 2010 waren die Schulden in Hessen 1.000 € pro Einwohner geringer als jetzt. Der Minister will sich feiern lassen, dass er jetzt 80 €, 80 €, ich zitiere aus seiner Rede, wir nehmen damit jeder Hessin und jedem Hessen, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, eine Schuldenlast von 80 € von den Schultern. Meine Damen und Herren, 100, aber er sagt nicht, dass er 1.000 € an dieser Schuldenlast in seiner Amtszeit aufgebaut hat. Und Herr Minister, dann ist das doch sehr, finde ich wirklich, angesichts dieser Tatsache sehr, sehr, sehr schwach. Und angesichts der Tatsache, dass Sie insgesamt um 6 Milliarden Euro, in Ihrer Amtszeit die Schulden erhöht haben. Das gehört natürlich auch zu einem Vergleich. Und deswegen ist dieses, was ich jetzt, diese Rhetorik und wie toll das alles ist, das erinnert ja eher an das Gedicht vom Huhn und dem Karpfen. Und wo der Karpfen das Gestrei des Huhns bei jedem Eierlegen hörte und wie es kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob es ein Wunder sei. Da sprach der Karpfen, ei, alljährlich leg ich 1 Million und rühme mich dessen mit keinem Ton. Und wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte, spektakelte, was gäbe es für ein Geschrei? Das erinnert ein bisschen, was, was bei Ihnen stattfindet mit dem Schuldenabbau. Und Kuckuckseier produziert diese eierlegende Wollmilchsau auch noch. Wer den Kommunen mit der Hessenkasse eine Schuldentilgung verspricht, sie aber 3/4 davon zahlen lässt, der legt Kuckuckseier. Der legt nämlich ein Ei ins Nest und lässt das andere ausbrüten und aufziehen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist auch dieses wirklich kein Ausdruck von besonderer Regierungsstärke und Regierungsweisheit, sondern ist eher das Gegenteil. Und auch mit der Wolle der eierlegenden Wollmilchsau ist es nicht weit her. Wolle soll ja schützen und den Träger wärmen. Deshalb ist in diesem Zusammenhang, Herr Sozialminister, jetzt ist er weg, macht Zwischenrufe, dann ist er weg, darauf hinzuweisen, dass es immer noch Teile der sozialen Infrastruktur in Hessen gibt, die 2003 mit der Operation Düstere Zukunft weggeräumt wurden, aber bis heute kein Geld bekommen, z.B. die Obdachlosenhilfe, meine Damen und Herren, oder die originäre Migrationsberatung. Und so mancher Obdachloser hätte gern etwas von der Wolle. Kriegt ihr aber nicht in dem Haushalt, in dem Doppelhaushalt keine müde Euro vorgesehen. Und, Herr Minister, angesichts der Tatsache, dass seit 2013, das ist eine Anfrage der FDP, bringt das noch einmal zum Vorschein, 75 neue Stellen in den Ministerien geschaffen wurden und jetzt noch einmal fast 100 neue Stellen hinzukommen, vor allem anscheinend für Parteifreunde, das muss man ja wissen, beschleicht mich eher das Gefühl, dass wir es hier nicht mit einer eierlegenden Wollmilchsau zu tun haben, sondern eher mit einer eierlegenden Filzmilchsau, meine Damen und Herren. Dann will ich auch noch einmal zur Milch der eierlegenden Wollmilchsau kommen. Die ist auch ziemlich sauer, und daraus kann man wenig Sahne machen. Ich möchte das anhand Ihrer angekündigten Elternentlastung bei den letzten Kindergartenjahren belegen. Ja, meine Damen und Herren, das, was Sie da vorhaben, stößt manchen Kommunen und manchen Elternsauern auf. Nämlich, es stößt denjenigen Elternsauern auf, die das Pech haben, dass sie noch Kinder in Krippen haben von 1 bis 3 und die weiterhin 300, 400, 700 € pro Monat zahlen müssen, meine Damen und Herren. Denen stößt das sauer aus. Und denen müssen Sie das einmal erklären, was Sie da vorhaben. Und, manche Kommunen reagieren derzeit auch sauer auf das Modell. Insbesondere die finanzschwachen Kommunen, denn die müssen
deutlich mehr als den Durchschnitt an Kindergartenbeiträgen erhöhen, mehr als 136 € für eine sechsstündige Betreuung. Die müssen jetzt künftig nach ihrem Modell die Differenz tragen und noch die Verluste aus der niedrigen Schlüsselmasse, denn sie finanzieren ja zur Hälfte, Stichwort Kuckucksei, sie finanzieren ja zur Hälfte auch die Wohltaten, mit denen wir jetzt die Landesregierung sozusagen belobigen sollen. Und deswegen sage ich auch Ihnen, auch da ist es mit der Milch der eierlegenden Wollmilchsau nicht weit her, meine Damen und Herren. Kommen wir zum letzten Teil der eierlegenden Wollmilchsau. Fleisch soll sie also produzieren. Sehen wir uns einmal an, was da produziert wird. Ich habe das Bild mit der eierlegenden Wollmilchsau nicht gebildet, sondern das ist ein Comic. Das war die Presseerklärung. Damit hat sich der Minister speiern lassen. Ich weiß, warum er so heute nicht aufgreift, das Bild. Aber da müssen Sie mir gestatten, nachdem er sich, wie gesagt, nachdem es Comic gibt, nachdem er sich in seiner Pressemitteilung der Pressekonferenz da so feiert, dass ich mich damit auseinandersetze, meine Damen und Herren. Und deswegen möchte ich mich mit dem Teil der eierlegenden Wollmilchsau beschäftigen, die Fleisch legen soll, also Fleisch produzieren soll. Das sehen wir einmal an, was da produziert wird. Da geht es ja um etwas Festes, um etwas, was länger vorhält und aufbaut, von dem man zehren kann. Und dabei wären wir bei den Investitionen. Und das ist mit Abstand der schwächste Teil an der eierlegenden Wollmilchsau. Da versagt sie nämlich vollständig. Da hat man es eben mit einem magersüchtigen Schwein zu tun. Und da steht nur Gerippe, meine Damen und Herren. Die Investitionsquote des Landes Hessen ist auch im Jahrzehntevergleich auf einem erbärmlichen Niveau. In den 90er Jahren, Stichwort Rot-Grün, Kollege Abelsier, unter Rot-Grün lag die Investitionsquote bei 13%. Bei 13%. Heute, für 2018, ist eine lächerliche Quote von 8,7% vorgesehen. Und 2019 sogar wieder auf 8,2% absinken soll. Ja, Kollege, ich greife Ihren Zwischenruf auf, Kollegen Boddenberg. Das ist der Unterschied zwischen der SPD und der CDU. Da haben Sie recht. Während die SPD nämlich Zukunftsinvestitionen auf den Weg gebracht hat, versagen Sie an dieser Stelle vollständig. Das ist die Wahrheit. Das zu Ihrem Zwischenruf. Diese Investitionsquote ist umso unverständlicher, weil sie sogar noch geschönt ist. Denn in nie dagewesener Höhe gibt es Bundeszuschüsse für Investitionen in Hessen. 330 Millionen €. Auch da 330 Millionen €. Und ohne diese Zuschüsse wäre die Investitionsquote sogar nur bei 7,3%. Also etwa die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte von 1996/97. Das sind die nüchternen Zahlen. Dabei bräuchten wir deutlich mehr Mittel für den Wohnungsbau, für den Straßenbau, für Gebäudesanierung, für Breitbandnetze. Die Kommunen bräuchten mehr Mittel für kommunale Investitionen in Schulen, in Kindergärten, in Sportanlagen, in Leitungsnetze. Diese niedrige Investitionsquote bleibt weiterhin der zentrale Schwachpunkt der Haushalte, die Schwarz-Grün vorlegt. Das ist und bleibt der Pferdefuß der Haushalte der schwarz-grünen Regierung, sozusagen der Pferdefuß der eierlegenden Wollmilchsau, meine Damen und Herren. Ich will das an zwei Beispielen darstellen. Wie peinlich ist es Ihnen eigentlich, Frau Minister Hinz, dass für den Bereich sozialen Wohnungsbau 96 Millionen € fließen, aber von diesen 96 Millionen € 94 Millionen € der Bund gibt und das Land Hessen gerade einmal 2 Millionen €. 2 Millionen €. Also jetzt denken diese wirklich, dass wir es abgesprochen haben. Das geht 2019 noch einmal runter auf 750.000 €. Also von daher, das ist peinlich. Das ist lächerlich. Frau Hinz, das ist peinlich lächerlich. Die Frau Hinz sagt jetzt wieder, dass es okay, ich könnte jetzt wieder wie das letzte Mal machen,
hat der Kollege Sie ein bisschen. Also, wenn Sie mir nachher, man können ja eine Zwischenintervention nachher machen. Ich bringe Ihnen dann die Seite, wo das steht. Ich glaube, es ist Förderprodukt 13 oder 17. Wir können es gerne uns genauso angucken. Ich nehme es nur mal fürs Protokoll auf, dass die Ministerin dazwischen gerufen hat. Ich hätte etwas Falsches gesagt. Wir machen Faktencheck, Frau Minister. Beispiel Straßenbau. Der Vermögensabbau bei den Straßen, bei den Landesstraßen geht weiter. Das wird wieder einmal deutlich, dass der Straßenbauetat das Stiefkind der eierlegenden Wollmilchsau ist. Mit der Aufstockung der Mittel im Landesstraßenbau einschließlich der Planungskosten läuft übrigens die schwarz-grüne Regierungskoalition den langjährigen Forderungen der SPD hinterher, ohne es aber in der Quantität, wir bräuchten viel mehr Mittel zu erreichen, meine Damen und Herren. Das ist ja am Ende entscheidend. Und schauen Sie doch selbst einmal in Ihre Bilanz. Da sind ja die Abschreibungen werden ja zum Ausdruck gebracht. Und eigentlich bräuchte man ja ohne Planungskosten 180 Millionen € pro Jahr, damit wenigstens die Substanz erhalten wird. Und da kommen Sie selbst jetzt mit der Erhöhung lange, lange nicht hin. Ja, meine Damen und Herren, hinzu kommt, dass der personelle Abbaufahrt bei Hessen Mobil nicht gestoppt wird. Schade, der Kollege Al-Wazir, Minister Al-Wazir, ist jetzt gerade nicht da. Aber Entschuldigung, nein, okay. Dann, aber so, es ist doch, Herr Minister, Sie haben doch permanent gesagt, wir haben eigentlich nicht genug Planungskapazitäten, haben eigentlich nicht genug Leute, um die Mittel zu verausgaben. Warum Sie dann ausgerechnet bei Hessen Mobil auch 2018, 2019 abbauen, das erschließt sich kein Mensch, meine Damen und Herren. Das ist falsch. Da müssten eigentlich Mitarbeiter eingestellt werden. Aber, Herr Wirtschaftsminister, Sie blähen ja lieber Ihr Ministerium auf, stellen Leute kalt. Das gehört anscheinend auch zu. Ja, aber bei Hessen Mobil, wo die Arbeit gemacht wird, werden Stellen gestrichen. Das ist nicht okay. Und ich will ein drittes Beispiel anfangen, die Breitbandnetze, weil sie da sind. Eigentlich bräuchten wir ja nicht 50 MB-Anschlüsse, was Sie jetzt in den Haushalt einstellen, weil Sie sagen, das ist Orientierung, sondern wir bräuchten 300, 400 MB, meine Damen und Herren. Und Sie haben kein Konzept. Sie haben kein Konzept, wie man Hessen entwickeln will. Deswegen will ich noch etwas zum Wirtschaftswachstum sagen. Also, wo ist eigentlich das Konzept, Herr? Also, Es ist nüchtern festzustellen, wir haben ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Wo ist eigentlich das Konzept, Herr Wirtschaftsminister, wie man in der Automobilbereich Automobilzulieferer Automobil zusammenführt? Wo ist Ihr Konzept für eine Digitalisierungsstruktur in Hessen? Wo ist Ihr Konzept, um den Arbeitsplatzabbau bei Banken und Versicherungen aufzufangen? Wo haben Sie da Initiativen? Was gibt es da von Ihnen, meine Damen und Herren? Auch gar nichts. Auch gar nichts. Und deswegen sage ich Ihnen, und da komme ich jetzt zur kommunalen Seite. Ja, das ist schön. Deswegen sage ich Ihnen auch, ich war ja beim Fleisch, bei der Fleischproduktion. Fleisch bräuchten auch die hessischen Kommunen. Aber das Land gibt, das ist Ihnen überlassen. Aber ich sage Ihnen dann etwas zu dem, was dann auch da produziert wird. Das Land gibt den Kommunen zu geringe Mittel, um die notwendigen Investitionen in Hessen zu tätigen. Das ist völlig klar. Wir haben pro Einwohner mit in Hessen, bei den hessischen Kommunen, mit die geringsten Sachinvestitionen in ganz Deutschland. Das ist Folge Ihrer Politik, meine Damen und Herren, über lange, lange Zeit. Die hessischen Kommunen bräuchten endlich mehr Mittel, und zwar nicht nur durch Sonderprogramme, sondern permanent, um ihren Investitionsbedarf zu erfüllen und erfüllen zu können. Ich komme, weil ich nur noch wenige Sekunden habe, zu zwei Punkten noch. Das Wort Sparen kam ja beim Minister nicht mehr vor. Das sehen Sie auch an den sächlichen Verwaltungsausgaben, die weiter explodieren. Und deswegen sage ich, das ist ein großer Fehler. Und ich sage Ihnen auch noch einmal etwas zu dem Stellenbereich. Da haben Sie ja jetzt in einigen Bereichen, was wir nicht kritisieren, endlich Stellen aufgebaut. Aber das ist die Folge Ihrer schlechten Tat, meine Damen und Herren. Und am Ende, um Andreas Ypsilantis einmal zu zitieren, am Ende, am Abend werden die Faulen fleißig. Und am Ende der Legislaturperiode fangen Sie an, das, was Sie zurückgedreht haben, endlich wieder auf ein richtiges Niveau zu bringen. Damit, mit dieser Stop-and-Go-Politik in der Personalpolitik, ist kein Staat zu machen. Die ist falsch, meine Damen und Herren. Kollege Schmidt, Sie müssen zum Schluss kommen. Allerletzten Schluss. Deswegen sage ich Ihnen, mit dieser eierlegenden Wollmilchsau ist nicht viel Staat zu machen. Herzlichen Dank.